Morgen, Leute. Also, ich bin gerade aufgewacht, habe mich gleich fertig gemacht, habe mich noch ein bisschen hingelegt. Jetzt werde ich dann aufräumen, weil die Wohnung schaut aus wie, ja, drüber will ich nicht mal reden. Und ich werde jetzt noch schnell die Wäsche aufhängen. Es liegt nämlich alles herum. Vielleicht zeige ich es euch. Oh mein Gott. Und dann müsste ich noch ein paar Zettel erledigen. Und dann werde ich Junior später abholen und dann Alex. Also ihr werdet das im Video sehen. Ja, Chips ist auch noch da. Also wer möchte, kann sich gerne dazustellen. Ich habe jetzt eine kleine Pause eingelegt, weil ich extrem Hunger habe. Also ich zitter auch schon. Ich weiß nicht warum, obwohl ich erst gefrühstückt habe. Und habe mir hier ein Sandwich gemacht. Also ich zeige es euch gleich. Und ich bin ein bisschen besessen von Tomaten. Zeige ich euch gleich, was ich mir schnell gemacht habe. Und dann geht es auch wieder weiter mit dem Putzen. Und später dann möchte ich dann Videos drehen und noch Videos hochladen für Instagram. Und dann werde ich noch ein paar Papierkram auf dem Laptop erledigen. Ja. Das war es eigentlich schon und ja, Bilder schießen auf jeden Fall. Vorplanen ist halt sehr wichtig für Instagram, weil später habe ich dann keine Zeit, wenn Junior da ist. Und meine Aufmerksamkeit ist bei ihm zu 100% da, weil sonst würde er irgendwas machen hier in der Wohnung. Ihr kennt das sicher, wenn ihr selbst Kinder habt. Ja, ich zeige euch schnell mein Essen. Sandwich, da ist nichts Besonderes drin, eigentlich nur Schinken und Sriracha, das ist mir sehr wichtig, weil es dann sehr gut schmeckt. Ist immer noch da und mache Papierkram, also nichts Spannendes. Ich bin jetzt eigentlich schon eine Weile da und mache immer noch dasselbe, und zwar Papierkram und so. Jetzt werde ich noch die Einkaufsliste machen und ich werde morgen wahrscheinlich für Alex einkaufen, weil der halt nie für sich selbst einkauft, also Kleidung und so, und der hat halt nichts mehr und der macht das halt einfach ungern. Da muss ich auch noch eine Einkaufsliste erstellen, was der alles braucht. Und ja, ich melde mich gleich bei euch, wenn ich endlich fertig bin. Manchmal weiß ich nicht, wo ich hinschauen soll, entweder auf diese Kamera oder halt auf diesem Bildschirm, aber das schaut ein bisschen komisch aus, als würde ich halt nicht mit euch reden, mein Auge schaut halt so, ja, komisch. Schon auf Instagram gepostet. Ich gehe mir schnell was machen. Und zwar möchte ich mir noch mal einen Kaffee holen. Ich habe auch schon aufgeräumt in der Wohnung. Ja, das Wasser kocht eh schon. Kleinen Moment. Und wo stelle ich euch hin? Hier. Ja, das passt so, oder? Ach ja, ihr müsst mal meinen Bauch sehen. Ist viel größer geworden und ja, ich freue mich voll. Hier ist noch Kuchen von gestern, habe ich Alex gemacht. Ich komme gleich. Also ich dachte, ich habe mein Glas da vergessen. Ah nein, da ist es. Es ist schon fertig. Also ich bin jetzt von Maxwell die Cappuccino, weil wir uns das selber machen. Und wir haben übrigens einen neuen Herd und einen neuen Ofen. Unser Vermieter hat das voll nett eingerichtet und noch gemacht. Der ist wirklich voll der Liebe. Eins, zwei, drei. Ja, das benutze ich immer. Also, wir haben zwar eine Maschine, aber die benutzen wir nicht. Erstens kostet das viel, also viel, viel teurer ist es halt. Und die sind halt voll günstig und voll gut. Und ich nehme halt Zucker. Hab schon wieder Hunger, ich sag's euch. Als Schwangere hat man das nicht so leicht. Ständig hat man nur Hunger und ich
muss heute echt noch ein Video drehen, also bevor ich gehe. Ich habe jetzt langsam keinen Akku mehr, den muss ich auch eigentlich anstecken. Ja, dann habe ich hier meinen Kaffee. Auch schauen wir mal, wie ich das halte. Ja, ich gehe jetzt wieder ins Wohnzimmer, weil ich hier meinen Kaffee trinken werde. Ja, schaut mal, wie lecker. Ja, das sind noch meine Papiere. Ich muss die auch noch wegräumen. Ach Gott, heute ist echt ein Tag, wo ich alles erledige. Ich habe auch schon die ganzen Rechnungen gezahlt. Vielleicht kennt ihr das. Das ist nicht so lustig. Leider immer noch keine Wohnung gefunden. Also, das ist echt halt wirklich blöd. Und ich habe mich auch schon beim Wohnungsamt gemeldet. Wir werden noch ein bisschen warten, weil eine private Wohnung wollen wir halt nicht nehmen. Weil einfach, es gibt so selten nette Vermieter und wir werden wahrscheinlich eben einfach warten. Ich bin ja schon im 5. Monat und ja, ich hoffe wirklich nur das Beste und hoffe auch, dass wir auch schon bald eine größere Wohnung bekommen. Das Kind kommt ja dann im November und das braucht man halt wirklich dringend, weil man muss es ja noch einrichten, man muss ja tragen, rübertragen. Ja, und ich bin halt schwanger und ich möchte halt nicht, wenn ich 8 Monate bin, dann, dass wir eben noch umziehen und alles Mögliche machen. Das ist halt wirklich anstrengend. Übrigens werde ich jetzt gleich mal das Video machen und ich wollte euch zeigen, das ist zurzeit mein Platz. Also entweder im Wohnzimmer oder hier werde ich das Video drehen und halt aufgestellt. Das ist halt für Instagram und ich wollte noch ein bisschen mit euch reden, was jetzt gerade so abgeht. Kleinen Moment. Ja. Ich wollte, also mein Plan war es eigentlich, dass ich auch ein Plotter besorge, weil ich halt selber T-Shirts machen wollte und mir das halt Spaß machen würde. Es wird halt so um die 300 kosten plus noch so ein Bügelteil, aber man kann es ja auch mit dem Bügeleisen machen, also von dem her. Und der Plotter kostet halt unglaublich teuer, also um die 290 oder so. Es ist schon teuer und ich spare halt ein bisschen drauf. Ich meine, man kann es ja kaufen, aber also auf einmal, es ist nicht leistbar, aber es gibt halt andere Dinge, zum Beispiel wir fahren weg oder sonstige Sachen. Wir ziehen gerade um, wie ihr gerade merkt, braucht man da halt viel Geld und wir wollen neue Möbel, ein paar neue Möbel dazugeben und die alten halt wegspeisen. Ja, man könnte das Geld halt für was anderes investieren, das meine ich halt damit. Und ja, ich hoffe halt, dass es klappen wird und ich möchte halt solche T-Shirts für Kind und Mutter machen, so wie nennt man das? Matching Outfits. Ja, das wäre halt wirklich meine Idee und ich wollte das auch auf mein Instagram eigentlich anbieten und so weiter, aber ich bin gerade halt dabei, mein Social Media aufzubauen, weil ich ja irgendwie aufgehört habe. Ich weiß auch nicht, warum das war, weil ich einfach dann zu bequem war und andere Sachen wieder wichtiger waren und ich möchte halt nicht, dass es wieder passiert und ich möchte da einfach konstant jetzt bleiben und konstant an meinen Projekten arbeiten. Ich weiß, am Anfang kommt da noch gar nichts wahrscheinlich, aber ich habe halt gemerkt, zum Beispiel als ich meine Powerlips verkauft habe oder als ich meinen eigenen Online-Shop hatte, es war halt nicht das Richtige für mich, weil ich wollte einfach mein eigenes Ding machen und da habe ich halt immer mit irgendwelchen Leuten zusammengearbeitet. Ich habe zwar trotzdem alles machen dürfen, was ich wollte, aber ich weiß nicht, ich möchte was Eigenes aufbauen, was Eigenes machen. Ich weiß, dass es sicher viel, viel länger dauern wird als andere Projekte. Wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, ist man halt schneller oben, denke ich mal, weil wenn man alleine arbeitet, muss man sich alles alleine ausdenken, muss man alles alleine organisieren. Und so, wenn man jemanden hat, dann kann man mit jemandem sprechen und mit dem das ausmachen und der lernt ja auch alles. Aber ich habe mich einfach über halt diesen Weg entschieden, dass ich alles alleine aufbauen werde und mit keinem zusammenarbeiten möchte.
Erstens möchte ich halt Social Media Manager machen, also meine Ausbildung nächstes Jahr. Aber ich habe jetzt auch schon angefangen, weil wenn man nicht jetzt anfängt, dann wird man gar nicht anfangen. Ich habe mir halt am Anfang so gedacht, na, ich kann das nicht machen, weil ich habe ja die Ausbildung nicht dies, das. Aber ihr wisst ja, dass ich mich sehr, sehr viel weitergebildet habe und auch sehr viele Bücher und auch von anderen gelernt habe und mir wirklich Mühe gebe. Deswegen bin ich auch so konstant auf Instagram. Wie ihr merkt, haue ganz Zeit Videos raus, Fotos. Ich habe gemerkt, wenn man nicht konstant bleibt, fallen die ganzen Zahlen runter und auch die Zuschauer. Du verlierst einfach Zuschauer. Und das ist halt wichtig, wenn man halt auf Social Media präsent sein möchte, sein Business aufbauen möchte. Und ich möchte es einfach in Zukunft auch machen und werde es auch machen, wie ihr seht. Und ich versuche da wirklich mein Bestes. Ich habe auch schon meine Klienten, also die ich auch betreue, und ich bin einfach dankbar, dass mir halt Leute wirklich vertrauen, was das angeht. Und ja, ich wollte nur ein bisschen darüber sprechen. Nächste Woche habe ich, ich weiß nicht, wann dieses Video hochgeht, aber nächste Woche habe ich halt einen Termin bei einer Dame und ich werde ihr das ganz genau erklären, wie ich ihre Seite aufbauen möchte und was meine Strategie dahinter ist. Und ja, ich werde euch davon berichten. Also natürlich, wenn sie es halt auch zulässt. Also es gibt ja halt manche, die mögen das nicht, dass man sie öffentlich halt zeigt, wenn man sie coacht oder sonst was. Aber ich glaube, die Dame ist ganz nett und ich bin schon so aufgeregt. Ich treffe mich zum ersten Mal mit meinen Klienten so persönlich. Das ist einfach so über Alex gegangen. Das wollte ich euch auch erzählen, dass er das einfach mich weiterempfohlen hat, weil die Dame jemanden gebraucht hat, die ihr Social Media managed. Und Alex hat gesagt, meine Frau kennt sich da gut aus, und die war dann voll überzeugt bei mir, weil ich habe dann mit ihr telefoniert, mit ihr gesprochen, und ja, jetzt sehen wir uns und ich freue mich. So, ich habe mich jetzt also meine Frisur geändert. Ich wollte schon sagen, umgezogen, bin ein bisschen müde jetzt. Versuche die ganze Zeit Videos zu drehen, aber irgendwie wird nichts. Ich ruhe mich mal aus und dann werde ich ein Video drehen. Das muss jetzt klappen, denn ich muss jetzt bald mal gehen und Junior abholen und dann Alex. So, ich gehe jetzt los, denn ich muss ja noch Junior abholen und danach werde ich noch Alex abholen von der Arbeit. Wir machen noch Bilder und dann nehme ich euch natürlich auch mit. Und ja, bis später. Ach ja, bevor ich gehe, ich habe es geschafft, 2 Videos zu machen und mehr ist auch nicht mehr gegangen. Und ich will mich da auch nicht gezwungen fühlen, deswegen habe ich auch aufgehört. Und ja, ich werde das dann, glaube ich, die Woche noch hochladen und diesen Vlog auch auf jeden Fall. Oh, ich bin jetzt bei meinen Eltern. Ich hole jetzt Junior ab und ja, dann gehen wir los, Alex abholen. Ja, ich freue mich. Okay, Junior ist jetzt im Wagen. Sagst du hallo? Und wir gehen jetzt gleich los. So trinkt er, Füße nach oben. Wir warten gerade auf meine Mama, weil, wie heißt es nochmal, das Wasser, was sie gemacht hat für Junior, ist ein bisschen zu heiß. Und jetzt warten wir. Zeig mal deine süßen Füße. Wir können süße Füße haben. Guck mal. Sagst du hallo? Wir haben auch neue Frisur, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Ha? Ja. Sagst du hallo? Schatzi. Haben ihn jetzt abgeholt. Ja, jetzt gehen wir jetzt los. Fahren wir, also wir warten gerade auf den Bus. Und ja. Geh, Schatzi. Er ist so süß. Guckt euch das an. Was ist das, dein Feuerwehrauto? Sagst du hallo? Alex abgeholt. Und da ist der Junior. Wir machen jetzt kurz Bilder. Und zwar vor der Raiffeisen. Aber das wird nicht oben sein. Also macht euch keine Sorgen. Das ist die Location. Ja, die ist hübsch, finde ich, aber halt ohne Raiffeisenbank. Junior, sagst du hallo? Hallo! Tankstelle gelandet, weil Alex